Mit Oma Silvia liest aus dem Buch Das kleine Buch von Weihnachten. Mit goldenen Locken. Das Christkind. Jeder kennt das Christkind mit seinem weißen, weiten Gewand und den hübschen blonden Locken. Manchmal trägt es auch Engelsflügel. Im Rahmen der Nürnberger Christkindlmarktes wird alle 2 Jahre ein junges Mädchen ausgewählt, welche diese Rolle spielen darf. Das Christkind gehört wie der Nikolaus und der Weihnachtsmann zu den weihnachtlichen Gabenbringern. Martin Luther, welcher der katholischen Heiligenverehrung die Grundlage entziehen wollte, verlagerte die Bescherung vom Nikolaustag auf Weihnachten. Die Geschenke brachte dann nicht mehr der Nikolaus, sondern das Christkind als Verkörperung des Jesuskindes. Je nachdem, in welcher Region man wohnt oder welcher Konfession man angehört, ist es heute das Christkind oder der Weihnachtsmann, die an Weihnachten die Geschenke bringen. Meistens geschieht dies heimlich, nur ein geöffnetes Fenster und ein leises Glöckchen verraten, dass das Christkind am Werk war und viele Gaben unter den Weihnachtsbaum hinterlassen hat. Dann dürfen die Kinder hereintreten und den bunten Segen bestaunen.